Freunde, Community Kopfbau Season 4. Heute geht's los. Wir gucken uns die ersten Videos an. Kurz zur Erinnerung, ihr könnt auch noch mitmachen. Ich habe noch ein extra Video mit den Regeln, mit dem Aufbau, allem drum und dran. Das heißt, ihr könnt auch immer noch Videos einreichen und auch immer noch mitmachen, wenn ihr das Ganze jetzt geil findet. Als Erinnerung, wir haben zwei verschiedene Teilnehmerkategorien. Es gibt einmal die Pros, die sagen, ey, ich kann schon Köpfe bauen, ich brauche dazu keine Tipps. Für die haben wir aber Challenges, die das Ganze doch interessant machen. Und dann gibt's noch die Rookies, die sagen, ey Marv, ich bin neu oder ich habe hier einen neuen Kopf, den kann ich noch nicht so gut bauen. Ich hätte da gerne mal Tipps zu. Die zeigen uns Videos, wie sie den Kopf bauen und wir gucken dann drüber und geben hoffentlich eventuell noch Tipps. Und das haben wir dann immer abwechselnd. Also es ist keine bestimmte Reihenfolge. Manchmal kommen drei Pros, manchmal kommen drei Rookies. Wir gucken einfach, was uns da zwischen die Finger kommt. 15 Videos wurden schon eingesendet und die ersten davon gucken wir heute. Und das erste Video, das wir hier haben, ist vom Louis. Und Louis hat sich natürlich für die Rookie-Kategorie eingeschrieben. Spaß. Er ist in der Pro-Kategorie. Wir gehen rein. Erstes Video, Digga. Ich bin fucking hyped. So geil, dass es wieder losgeht. Okay, Louis hatte die Reverse-Challenge. Und als kleine Erinnerung zur Reverse-Challenge, da musstest du ein Kopfbaubrett nehmen. Auf dem Kopfbaubrett hast du deinen Tabak hingelegt, dann den Kopf drüber und dann umgedreht und das war dein Kopfbau. Wird mehr Sinn machen, wenn ihr das Ganze jetzt gleich seht. Ja, herzlich willkommen zu meinem Multi-Kopfbau, glaube ich. Hier in der Hütte hat sich besser, einiges, oder? Getan. Wir haben jetzt hier eigentlich nur noch... Ja, ja, also zur Erinnerung, ne? Louis hat im Garten eine fette, fette Shisha-Hütte. Und da ist jetzt natürlich auch wieder Community-Kopfbau angesagt. Wir sehen auf jeden Fall schon mal ein riesengroßes Tabakregal, ein riesengroßes Köpferegal. Da geht auf jeden Fall einiges. Kopfbaustation, wie man vielleicht sieht, wir haben hier oben den Tendrils stehen. Wir haben hier komplett Blackburn stehen. Hier ein bisschen Must-Have-Blade. Ja. Ist aber richtig gut voll, die Hütte, Junge. Ist und sowas und so den Rest halt. Ja, ich baue mir gleich die Kombination. Oh, Kiwi-Smoothie, Ice-Mint und Sea-Buckthorn-Tea. Alter, von dem Sea-Buckthorn-Tea bin ich ja so schnell so krasser Fan geworden. Der ist übertrieben geil. Aber ich weiß ja nicht, ob ich so guten Tabak verschwendet hätte für die Challenge. Ich meine, wer weiß, ob der Kopf am Ende geil wird, ne? In dem Reverse-Kopfbau, also ich baue das auf dem Brett und dann stelle ich den Kopf drauf, drehe das und hoffe, dass es funktioniert. Wird spannend, ja? Hoffen wir, dass es funktioniert. Ist ein sehr, sehr geiler Mix. Deswegen. Und danach kommt noch ein zweiter Kopfbau. Gut, so, ich fange an mit dem Kiwi-Smoothie. Ich habe mir da auch was überlegt und zwar... baue ich den... Sieht so falsch aus, Digga. Es sieht so falsch aus. Den Tabak aus der Dose auf dieses Brett, what the fuck. Einfach jetzt erstmal hier so ein bisschen, so ungefähr in der Kopfform und so wie ich das Mischungsverhältnis haben möchte. Hab den natürlich auch schon schön umgerührt. Wichtig. Dann ein kleiner Schuss Eis. Also ich glaube auch, bei Reverse-Kopfbau wäre es eine Million mal einfacher, wenn man ein Meerloch baut. Also Props an Louis, dass er sich da direkt einen Funnel geschnappt hat. Mint, einfach für die Kühle, weil es ist ein bisschen warm. So, das dürfte auch schon reichen. Und dann der Sea-Buckthorn Tea. Oder Tee, wie auch immer. Der ist einfach geil. Das ist also komisch, glaube ich. So. Ich würde sagen, es sieht zu groß aus, oder? Dann noch nehme ich mir einfach noch eine zweite Gabel. Hoffe, dass das so passt. Sieht auf jeden Fall vom Tabak her genug aus. Und wer Wandenberg schon öfter gebaut hat, weiß... Zu hoch darf er nicht sein. So, und jetzt baue ich mir den einfach hier in so eine kleine Wurst. Aber es sieht gar nicht so übel aus, Digga. Ich gucke, dass ich mit den beiden Gabeln dann hier einfach den so ein bisschen so mache, dass es gleich hoffentlich in den Kopf passt. Und es sieht viel aus, oder? Ich glaube, es bleibt viel kleben. Meinst du? Nicht zu viel ist. Es ist halt auch sehr, sehr feuchter Tabak, ne? Hier noch was raus, so. Ja, und dann würde ich sagen, lege ich das einfach jetzt zur Seite. Stell den Kopf hier einfach nur drauf, so, drehe um, okay, und dann war's das. Der wird gleich schön im... Oha! Oha! Das hätte ich niemals so gut first... Habt ihr geübt? Louis, habt ihr geübt? Er baut jetzt nur noch so. Louis, sei ehrlich, habt ihr geübt, Digga? Also, ihr könnt ja üben, ne? So sage ich ja gar nichts, aber ich würde es gerne wissen. Aber das war richtig gut, what the fuck, Digga? Wenn das auch noch First Try war, halt's Maul. Bra sagt, er hat nicht geübt. Louis hat gesagt, einmal geübt. Krass. Krass, ey. Das hat richtig gut funktioniert. Auch so der Handgriff mit dem Drehen, als ob du seit 3 Jahren so bauen würdest, Digga. Wasser siffen, aber... Wild. Ich habe den Rand sauber.
So. Ey, krass. Und mehr mache ich nicht. Da kommt jetzt ein Onmo drauf. Der wird schön Kontakt haben, wie man sieht. Das wird gleich mit dem Durchzug richtig Arsch sein, aber es wird funktionieren. Wild. Okay, ich muss kurz an die Kohle. Hä, das hätte ich niemals so easy. Hä? Dieses Grinsen auch noch so. War gut, oder? Sei ehrlich, war krass. Ich weiß selbst, muss ich nicht sagen. Okay, also wir kommentieren jetzt mal. Der Sabi, der baut sich jetzt nämlich noch ein Sabi. Köpfchen im Meerloch. Auch oh geil, okay, direkt beides. Funnel und Meerloch. Die Variante. Er hat sich jetzt den Marula Meerloch genommen. Den Ice Mint, sorry. Und packt da jetzt noch Marula mit zu. Beides natürlich von Must Have. Man sieht natürlich gerade wieder mal gar nichts. Wir gucken mal, ob wir hier gut ausgefallene Sorten auf jeden Fall am Start, Louis. Was steht denn her? Irgendwie was. Ah, da sehen wir was. Macht jetzt einfach ein Häufchen und ja, dann sehen wir gleich, ob es funktioniert oder nicht. Vielleicht gleich noch einmal durchmischen. Wer weiß. Das Witzigste ist, ich habe es ja selbst noch nicht einmal gemacht. Also Louis ist gerade der deutsche Experte für den offiziell anerkannten Reverse-Kopfbau. Es ist einfach Fakt. Nee, darauf verzichten wir heute. Okay, darauf verzichten wir heute. Also einfach aufeinander und dann rein in den Kopf. So, okay, also mit dem Darkside-Shot. Oh. Und dann drehen wir. Oh, sogar abgezogen. Oh, der hat aber hart Schlagseite, Digga. Ja, so habe ich mir das schon eher vorgestellt beim Reverse-Kopfbau. Und das drüberziehen, geil, dass nichts hängen bleibt, aber vielleicht verschiebt man den dann und Nicht schlecht aus. Noch einmal mit dem Zebra drüber, würde ich sagen. Und dann. Ja, das ist fair, das darf man natürlich, ne? HMD drauf und rein in die Masse, würde ich sagen. So, also, wir sind jetzt Köpfe hier laufen. In meiner kleinen Wohnung. Ja, im Wohnzimmerbereich, wie man vielleicht sieht. Ich habe mir die Fibra... Wegen dem Ziehen, deshalb Schlagseite. Ja, maybe deshalb, aber ja, ich bin mal gespannt. Aber ich glaube, bei Louis wird richtig gut laufen. Und ich denke auch, der andere Kopf wird gut, wird okay sein. So. Wird maybe nicht geil, aber wird bestimmt okay. Nappi geschnappt mit der blauen Case Bowl. Frag mich jetzt nicht, wie die heißt. Ich habe keine Ahnung. Natürlich den Kopf drauf und... 3,27er. Aber die farbliche Abstimmung von Fibonacci über Wandenberg bis hin zur Caesar Bowl schmeckt, Digga. Schmeckt. Zauberwürfel. Der Sabi, der hat sich die Tradi Wildcard Mini genommen mit der Breeze Pro. Geil. Wavy Mint. Auch cooles Setup. Und halt dem gleichen Setup, sag ich mal oben. Auch die gleichen Kohlen und so. Ja. Jetzt müsste es noch einen blauen Onmo geben, ey. Ja, Glasalm-Dudler ist auch wild. Aber die falsche Spezi haben sie. Krombacher Spezi, Digga, wer macht denn sowas? Wir warten jetzt, bis die Köpfe ordentlich angeraucht sind und dann kommen wir mit dem Fazit und davor seht ihr noch einmal meinen Blick, den ich jetzt gerade habe. Oh, Louis, what the fuck? Hä? Das hast du aber noch nie in die Hausherrengruppe gestellt, oder? Also Punkt Nummer 1, Ehre, dass der Stream auf ist. Punkt Nummer 2, du hast dieselbe Wand, wie ich als Video-Hintergrund habe. Punkt Nummer 3... Wilde Shisha-Sammlung. Wilde Shisha-Sammlung, Digga. Noobs 4, Case. Was ist das? Eine Kaif, eine Case Mini. Die unten erkenne ich nicht so richtig. Drüben noch die Gear Collector Aeon, die SWG Aeon. Krass, Digga. Eine Blade hier oben noch. Ach, die Ocean Fusion Air. Auch auf derselben wunderschönen Caesar Ball. Lecker, Digga. 87 ist 15 Monate in der WG. Kurs für 15 Monate. Ich zeige euch jetzt noch einmal, was ich hier so stehen habe an meiner... Ja, okay, dann hätte ich auch gar nichts sagen müssen. Ich habe einfach kurz chillen können. Fernsehwand, sage ich jetzt mal. Wir haben hier außen die Ishas Z und die Helios 19 in Gold. Die Odyssey natürlich. Gold. Cringe, wenn nicht die wessen Pfeifen nicht aus Gold sind. Aus dem Weg, Geringverdiener. Dann haben wir hier oben die großen blauen Pfeifen, sage ich jetzt mal. Die sind sogar farblich sortiert, die großen blauen. Entschuldigung, wo hast denn du die pinke kleine Pfeife? Die sind unten rechts, wie immer, mein Gott. Oder bläulichen, da kommt auch noch die Fibonacci mit hin wieder. Hier haben wir die kleineren blauen Pfeifen momentan. Na, da fehlt aber eine. Arm. Das ist armselig, Louis. Was ist da los? Wo dann hier die Breeze Pro hinkommt. Ah, never mind. Das ist der Platz für die Breeze. Danke für dein Abo-Trip-Start. Na klar. Komm. Hier unten haben wir noch ein paar Pfeifen und darunter Bowls. Genau, dann haben wir natürlich den Fernseher, wie man sieht. Hier haben wir so ein bisschen russisch-tradimäßig aufgestellt. Ey, die Kombi, ne? Genauso steht die bei mir auch daheim.
Ich finde die so killer. Ist geil. Dann haben wir hier die schönen Aeon. Ich wollte gerade sagen, Aeons. Und SWG Aeon, geil. SWG. Gab es nicht viele von und die gab es auch nur ungefähr 15 Sekunden lang zu kaufen. Das war damals beim 100.000er Special Stream, haben wir die Pfeife zusammen mit Aeon gemacht. Gab es auch nicht viele von. Ursprünglich sollten es 30 werden, waren dann ein paar mehr und die kamen online und die waren ausverkauft. Was, hat man eine in einem Shop gesehen für 350? What? In einem Shisha? Also sie sind nie in Handel gekommen eigentlich. Dann muss der die irgendwo gekauft haben und will die dann weiterverkaufen oder so. Und darunter haben wir halt noch die anderen kleinen Pfeifen, Edros mit der Kiste und auch noch ein paar Bowls. Die Bowl bei der Flashbang ist wild. Genau, und das ist unser Setup, wenn wir Stream gucken oder irgendwie zocken oder sonst was. Krass. Ja. So, Rauchentwicklung von Wandenberg. Oha. Ja, also, mein Oha. Läuft echt. Der Lewis baut ab heute nur noch so. Cringe, wenn nicht Reverse baut, wirklich. Gut, der wird gerade ein bisschen heiß. Ich habe jetzt eine Kohle schon runtergenommen. Er könnte vielleicht ein bisschen zu hoch sein, aber bis dato läuft er echt gut. Vielleicht gleich noch eine auf Kipp legen, wer weiß. Schauen wir mal. Ja, Sea Bucket Horn Tea ist momentan einer meiner Top-Flavor. Ich finde den auch so geisteskrank. Der Sea Buckthorn Tea, das ist ein Sandorn-Tee, der ist insane. Habe ich auch gerade da. Holy fuck. Und der soll angeblich auch im Dezember, im Winter, soll der auch nach Deutschland kommen. Dann sage ich rein da. Die Dose ist fast leer. Läuft in jedem zweiten, dritten Köpfchen. Bei mir auch so oft. Würde ich sagen. Ja, was soll ich noch dazu sagen? An sich nicht ganz so einfach, wenn man sich einen Plan... Sagte er, nachdem er das innerhalb von 30 Sekunden aus dem FF gemacht hat. Dann überlegt, wie man das vielleicht bauen kann. Dürfte das gut funktionieren, aber so hat es auf jeden Fall jetzt funktioniert. Es läuft und damit würde ich sagen, gehen wir mal zum anderen Köpfchen. Ich hätte wirklich gedacht, dass Reverse-Kopfbau eine krassere Challenge ist, Digga. Und dann macht Lewis da so easy peasy in Wandenberg. Dann auch noch ein Wandenberg, Digga. Der ist an sich schon nicht so easy zu bauen. Das sieht auch not also, bad aus. Trotz ganz chaotischem Kopfbau, würde ich mal sagen. Was man vielleicht ja auch gesehen hat, ein bisschen an dem Abgestriffenen am Ende, was ich leider machen musste, weil ich gemerkt habe, dass der Tabak nicht ganz reingefallen ist. Raucht er auf jeden Fall ganz gut. In dem Fall würde ich noch nicht mal sagen, dass es unbedingt an der Challenge gescheitert ist, sondern ein bisschen vielleicht an dem Tabak einschätzen auf dem Brett, an dem generellen Mischverhältnis, weil das Ganze schmeckt jetzt gerade ungefähr nach 90% Minze und ungefähr nach 10% Marula. Da muss man smart sein. Das, was man am meisten schmecken will, muss man als erstes nehmen, wenn man nicht nochmal durchmischt. Vielleicht wäre es da bei Reverse sogar besser, wenn man erst in einem Mixschälchen baut und es dann aus dem Mixschälchen zusammen auf das Kopfbaubrett packt. Ne? Sollte vielleicht eher andersrum sein, ist jetzt was es ist, ist eh warm gerade draußen, deswegen passt das relativ gut, ein bisschen Abkühlung und sowas. Ob ich das jetzt empfehlen würde, jedes Mal so zu bauen, ich würde mal sagen eher nein, aber... Was? Hey, Lewis würde das jetzt safe weiterempfehlen. Der baut jetzt nur noch so seitdem. Es funktioniert auf jeden Fall. Ich wüsste nicht, warum man es machen sollte, aber es geht. Das ist halt schon eher die Frage, warum sollte man? Ich weiß auch nicht. Die Challenge-Idee kam und wir haben sie genommen, was soll ich sagen? Es sieht wirklich not bad aus, so. Also das Einzige... Oh, da kommt noch was. Das Einzige, was ich an diesem Video auszusetzen habe, ist die Krombacher Spezi. Das ist alles. Der richtig geil, what the fuck? Richtig nices erstes Video, what the fuck? Sau gut. Ich hätte nicht gedacht, dass Reverse Kopfbau so gut funktioniert. Okay, das nächste Video ist von Philipp. Wir gucken rein bei Philipp, a.k.a. Captain Skull. Ich hoffe, du bist am Start, Digga. Wir ziehen uns jetzt auf jeden Fall dein Video rein. Mal einen Schluck Wasser hier. Jo, liebe Shisha-WG, was geht ab? Heute zu meinem Kopfbau. War da jemand nervös und hat überkompensiert? Ich bin noch nicht sehr lange dabei. Also schon relativ, aber immer scheiße gewesen. RIP. Also am Anfang immer in der kleinen Travel-Shisha, der ZLT. Junge, der Mann hat aber auch nur Angst vor Gott, so wieder die Pfeife da hin und her fetzt, hätte ich ja Todesangst. Na gut, das ist nicht um den Kopf, aber so im Prinzip, vom Prinzip her, weißt du? Mosquito. Ich glaube, meine einzige Name-Brand, wirklich Shisha. Die werden die aber heute nicht nutzen.
Dann habe ich noch so eine Tradi? Schöne Tradi oder russische Pfeife, keine Ahnung, ich würde mal sagen Tradi-Pfeife. Ohne Teller? Aber da fehlt mir der Schlauch fehlt mir, deswegen kann ich das Ding eh nicht nutzen. Ich habe es aber trotzdem mal rumstehen, einfach so, weil es Spaß macht zu sagen, man hat eine. Ja, so kann man auch als Deko nehmen, ne? Die wir heute nutzen werden, ist die hier. Was ist auch das für eine? No-Name. Eine, ich habe sie vorhin schon gehört, ich werde sie jetzt aber nicht putzen, weil ich sie jetzt eh nochmal nutzen werde. Ich habe sie vorhin schon mal ein Video aufgenommen, zufälligerweise für Community Kopfbau, habe dann alles wieder gelöscht, weil ich gesehen habe, das Video ist keine Ahnung wie lange halt, ich glaube er macht es eh nicht mehr. Und dann hat sie es immer herausgestellt, ah, du hast vor dem Tag es wieder hochgeladen. Also, so mache ich es von vorne. Und nochmal, hier, wir haben eine Pan PF Tum N, keine Ahnung was es ist. Fake Shisha, was es sein soll. Aber das die werde ich heute nutzen, weil ich normalerweise eben rauchen würde. Und ich mag sie einfach, weil sie steht immer schön direkt. Also ich finde auch nicht, dass sie übel aussieht, aber es sieht halt nach einer Alu-Pfeife aus, ne? Seit Reinigung auf dauerhaft ein bisschen ungünstig, ne? So, deswegen sage ich halt immer lieber eine Edelstahl, wenn es geht. Ne, wenn es finanziell natürlich drin ist, lieber eine Edelstahlpfeife, weil die kriegst du halt dauerhaft richtig schön sauber. Und die sind qualitativ auch meistens besser als vergleichbare Alu-Pfeifen. Dafür kann man Alu relativ günstig geil eloxieren und dann sieht das schon cool aus. Dein Bildschirm. Nehmt bitte trotzdem Edelstahl. Wo ich dann, wenn ich zocke, rauchen bin, was ich gut, also was ich aber geil finde, da stellt man den kurz wieder hin. So, jetzt steht die schön wieder hinter meinem Bildschirm und jetzt. Was ich für den Kopf nehmen werde, ist irgendein Fake-Kopf. Ich habe keine Ahnung, was für ein Fake es ist. War ein 15-Euro-Kopf aus dem scheiß Shop, wo ich vor Ort war. Das ist dieser. Mm. Oh nein. Die Oblako-Fakes sind zurück, Digga. Rip. Ja, also, ne, ist halt ein nachgemachter Oblako, aber auch mit eigenem Logo wenigstens. Also man erkennt wenigstens sofort, das ist kein Oblako, das ist schon mal gut. Qualitativ weiß ich jetzt natürlich nicht, wie der ist, ne? Syriap, keiner irgendwas. Boah, aber das sieht nach einem Oblako L aus, also da muss richtig Tabak rein. Wenn du häufiger mit Freunden zusammen rauchst, alles cool mit dem Kopf. Wenn du aber auch mal alleine ein Köpfchen rauchen willst, würde ich auf jeden Fall noch einen kleineren Kopf holen. Klar ist wieder eine Ausgabe, aber die Kohle hast du auf jeden Fall rein im Vergleich zum Tabakverbrauch, was das Teil da hat, ne? Panne könnte Oblako oder Little Fake sein, ich habe keine Ahnung. Ja, safe Oblako L-Fake. Keine Alfaka-Folie, die ich habe oder irgendeine andere Schicherfolie. Nein, wir nutzen den HND und es ist ein. Wichtig und richtig? Und nur HND, den habe ich nice. Heute endlich bekommen. Ach geil. Und natürlich direkt Kratzer reingemacht. Mit ja, der Scheiß- ja, passiert, Digga. Also ich kriege auch immer wieder Fragen von wegen, sieht dein HMD auch so scheiße aus? Ja, Leute, da kommt andauernd, der liegt im Wasser rum, da sind Kalkfecken drauf, du haust da Kohle rein, die super heiß ist. Ja, die sehen irgendwann scheiße aus, aber es ist halt ein Gebrauchsgegenstand, so. Fertig. Das ist Shisha-Zange, weil ich, egal. Wir nutzen den, und das Problem ist, er passt nicht wirklich drauf. Ich hole mir jetzt noch den einen Oblako oder einen Wannenberg. Ich glaube, ich habe einen Wannenberg vor allem. Gute Entscheidung. Wahrscheinlich ein Graphit. Sieht dann, passt aber perfekt mit dem ja. Onmo-HMD. Und dann ziehen wir uns den Kopfbau und ich mach schon mal die Kohlen an. Das dauert nämlich ein bisschen. Also, dann gehen wir mal mit unserem okay, sogar Top-Down-Cam. Kopfbau, nachdem wir den Kohlen jetzt halt. Auch quasi ein bisschen Krise, aber ist okay. Wie an sind. Ein paar Tabak ausprobiert, Edel Rafa und so ein Rotz. Haben mir alle nicht geschmeckt. Die Enzen, die mir jetzt geschmeckt haben, war echt. Oh krass, ja, 187. Ein altbekannter 040. Ja, okay, 040 maybe noch die solideste Sorte von 187. Ein Bursch. Ja. So ein Bärenmix, ne? Also fruchtiger Bärenmix. Schmeckt halt echt wirklich. Ich glaube, ich hatte noch nie eine 25 Gramm Dose von 187. Und was ich vorhin beim ersten Versuch dieses Community Kopfbaus das erste Mal wirklich probiert habe. Und ich das erste Mal überhaupt Promet probiert. Ebenfalls Bärenmix, also Double Bärenmix. Saft, die war auch echt lecker. Schön so Himbeer-Erdbeere. Hängt bei mir oder. Nee, er klickt. Hängt irgendwas bei ihm? Das Video läuft. Okay. Ich dachte gerade kurz. Oh Gott, mein Internet ist weg. Mein Internet ist weg. Der Stream! Ah, nee, ist ein Video. Ich schon.
Danke für den Herzinfarkt. Und nein, ich habe noch keine Shisha-Gabel oder sowas. Ich bin da viel zu feige dazu. Ja, man muss ihn noch nicht tot rühren. So. Also. Oh! Ui. Ui! Da kam eine gediegene Menge raus. Das ist eine Kopfbautechnik, die ich noch nicht gesehen habe. Aber ja, also ich meine, die Mission ist, den Tabak locker fluffig erstmal grob in den Kopf zu kriegen. Das funktioniert. Ich war nur etwas überrascht, weil ich es noch nicht so gesehen habe. Aber also kann man schon machen natürlich, ne? Da kam eine echt große Menge raus. Aber ja, mit einer Gabel wäre das wahrscheinlich präziser. Ich mal auf einen Vollkontakt. Einen schönen, entweder einen Vollkontakt oder einen Balkenkontakt, bin mir noch nicht sicher. Also da wäre auf jeden Fall mein Tipp, nimm die Gabel. So, das ist tausendmal präziser, du kippst das nicht so komisch aus, du kannst es ja gar nicht kontrollieren. Also da auf jeden Fall die Gabel nehmen, Digga. Das ist tausendmal einfacher. Achso, und wenn du keine Kopfbaugabel hast, nimm eine Kuchengabel oder so. Alles cool. Oder hol dir für 5 Cent irgendwo im Supermarkt oder so, so eine Plastikgabel. So eine kleine Plastikkuchengabel, alles easy, aber also das würde dir das wahrscheinlich schon tausendmal leichter machen. Du musst ja nicht irgendeine fancy Shisha-Kopfbaugabel nehmen oder so, ne? Okay, jetzt Finger aufs Funnelloch, damit nichts reinfällt und dann mit dem Stäbchen noch verteilen. Er sieht relativ grob aus, der Tabak, von dem, was ich erkenne. Ich bin zu gewöhnt, immer noch einen Mehrlochkopf zu machen. Habe ich nämlich sehr lang gemacht, aber Mehrlochkopf einfach... Also, ne, ich nehme mal nichts vorweg beim Verteilen. So, wir sind ja noch beim Verteilen. Noch ist alles rein gut. Und da schön fluffig reingemacht und fertig. Aber ich habe mir sagen lassen, dass so ein Funnel. Okay, also ist auch noch nicht lange beim Funnel. Dampf und sowas. Dann so, okay, hol ich mir einen. Dann dachte ich auch, zu dem Zeitpunkt dachte ich auch noch Funnel, das Funnel. Also hab ich noch nicht geguckt gehabt. Ich kam ja später auf den Channel. Aber vom Verteilen her sieht das schon ganz solide aus. Mein erster Eindruck, man müsste es halt jetzt nochmal von der Seite sehen, um halt irgendwie das besser einschätzen zu können. Aber es sieht stellenweise ein bisschen leer aus, so, ne? So, hier war jetzt relativ wenig Tabak, hier sieht es etwas niedriger aus, hier sieht es eigentlich ganz gut aus, aber hier wirkt das für mich nach Lücke, hier könnte maybe noch Tabak hin, hier könnte maybe noch Tabak hin, aber es ist schwierig, wenn man es nur komplett von oben sieht, ne? Ja, also es sieht stellenweise nach zu wenig Tabak aus, ne? Nochmal von der Seite. Ja, da bin ich gespannt. Könnte man noch was reinmachen? Okay, es kommt sogar noch was hinterher, okay, gut. So. Ja, das war nicht die Stelle, die ich gesehen habe, aber muss man halt auch mal von der Seite sehen, ne? Rand wird sauber gewischt. Würde ich wahrscheinlich ein Zewa oder ein Küchentuch oder irgend sowas nehmen. Hat man nicht die Finger komplett eingesifft? So. Okay, jetzt bin ich gespannt auf die anderen Perspektiven. Es sieht gar nicht so übel aus. So, ich will dann Miss Juicy Hochkontakt. Indem wir die Kamera wieder darüber stellen. So. Jetzt sag mir nicht, du hast deinen ganzen Tabak auf dein Mauspad gekippt und nimmst das einfach als Mauspad. Da würde ich die Krise kriegen, Digga. Also da würde ich wirklich die Krise kriegen. Aber nee, das arme Mauspad, Digga. Das wird aber... Ja, okay. Also man sieht ja, wenn du es jetzt so hältst und so guckst, siehst du ja sofort, dass das hier krass drüber guckt. Wenn du es jetzt... Wenn wir, ich meine, ihr dürft nicht vergessen, bei diesem, alles worüber wir hier reden, über so Optimum-Entscheidungen, ja? Also, klar könntest du da ein HMD draufklatschen und sagen, Abfahrt, würde mit Sicherheit auch funktionieren, aber wenn wir es mal genauer nehmen, um eben bei sowas auch Tipps zu geben, dann sind wir natürlich ein bisschen kleinlicher und dann solltest du sofort sehen, guck mal, hier ist überall relativ gleichmäßig hoch, aber die zwei Parts hier gucken halt krass drüber. Und da würde ich dann wahrscheinlich auch nochmal dran gehen und gucken, warum ist das so? Ist hier vielleicht zu viel Tabak? Ist irgendwo anders zu wenig Tabak? Also es sollte ja eine gleichmäßige Höhe haben, ne? Ich will es nicht andrücken, aber es wird wahrscheinlich gleich alles vom Anruf runtergedrückt. Also, ja, ist der Punkt, ne? So, wenn du ein On-Mode draufsetzt, passt das natürlich. Mein ADS kriegt das da gerade schon ein bisschen rein, aber das geht doch voll, oder? Ja, jetzt war es schon besser. So, Rauchentwicklung, gucken wir mal. Sieht, ja, nochmal ein bisschen seitlich oder so wäre geil. Aber das sieht schon gar nicht so übel aus. Ja, also ich denke, da geht noch ein bisschen mehr, aber da geht auch weniger. Ja, also
Ist decent, würde ich sagen. Aber ich denke, mit einem besseren Setup und noch ein bisschen beim Kopfbau dranbleiben, geht da noch eine gute Schippe mehr. Ja, also gibt es auf jeden Fall noch ein paar Sachen. Kopfbau noch ein bisschen ordentlicher. Eine Kopfbaugabel holen. Was unterlegen beim Kopfbau? Bitte, bitte. Das arme Mauspad, Digga. Und mit einem besseren Kopf und einem etwas genaueren Kopfbau geht da, glaube ich, auch noch eine Menge bei der Rauch- und Geschmacksentwicklung. Aber trotzdem Kuss fürs Einsenden, Digga. So, oh, da ist er doch auch schon. Da ist er doch. Na, dann finden wir doch mal heraus, was da so abgeht. Beim Steffen. Steffen, a.k.a. Magambo, hat auch ein Video eingesendet. Pro Challenge Fruchtkopf. Wir sehen hier auch schon eine Birne. Hallo und willkommen zum Kopfbau-Video. Ich darf heute mit einer Birne bauen. Steffen, sag mir, dass du keinen Bock hast auf die Scheiße, ohne mir zu sagen, dass du keinen Bock hast auf die Scheiße. Hallo und willkommen zum Kopfbau-Video. Ich darf heute mit einer Birne bauen. Hallo und willkommen zum Community-Kopfbau-Video. Ich darf heute mit einer Birne bauen. Verlieren wir direkt keine Zeit. Ich fange erstmal an. Ich schneide es hier ist die dickste Stelle oberhalb davon ab. Da bin ich auch gespannt, was wir für Früchte sehen, was wir für Kopfbauten sehen, welche Ideen die Leute haben, um die Probleme von einem Kopfbau zu lösen und so. Wird auf jeden Fall spannend. Ein bisschen noch an Puffer habe. Ja, das legen wir einfach direkt mal weg, wo es nicht stört. Das wird noch gesnackt, hoffentlich. Dann zweiten Schritt gucke ich, dass ich das Loch praktisch relativ gerade setze. Gucken, dass ich auch gut rauskomme. Dieses Tool, ne, zum Entkernen von Äpfel, damit man da so die Mitte rauszieht, das ist auch wie geschaffen, um Fruchtköpfe zu bauen. Egal, ob man jetzt alle Kerne erwischt oder nicht, ne, weil man hat ja nicht vor, das gerade zu essen. In dem Sinne passt es relativ gut. Sieht wirklich jetzt gut aus, ein kleiner Punkt. Ich muss schön gucken, mittig rausgekommen. Auch hier gerade sitzt. Das, ich hätte Angst, also meine erste Befürchtung wäre, wenn du hier unten das noch ein bisschen ausweitest, damit es auf den Kopfadapter passt, dass dir das hier wegfetzt bei der Birne, ne? Aber voll clever mit einer Birne. Ja, so von der Form. Von der Form ist eine Birne wohl auch die Frucht, die einem Kopf am nächsten ist. Oder? Na, und der haben die rutschen runter. Wollen wir nicht. Das kann das wollen wir nicht. Das passt, das ist okay. Die Idee ist jetzt, ein Funnel daraus zu machen. Okay, Digga. Bro hat auf jeden Fall den Hard Mode aktiviert. Also ein Mehrloch ist relativ easy, aber da jetzt ein Funnel draus zu schnitzen, Digga? Ich bin gespannt, Steffen, ich bin gespannt. Dafür schneide ich einmal von hier. Ich lasse am Rand erstmal ein bisschen was überstehen. Depot wird relativ tief. Relativ tief. Relativ tief. Das ist schon mal okay. Und jetzt muss ich praktisch das Gegenstück dazu schneiden. Einmal hier rum, ohne praktisch das Pfannenloch zu zerstören. Das ist mir ein bisschen schwierig um die Mitte rum, dass da doch mal ein wenig fester ist. Ist auch nicht schlimm, wenn man sich mal ein bisschen verschneidet. Also man kann man zum Glück korrigieren, ne? Wenn man Schnitt zu tief macht oder zu flach. Ja, man kann es halt immer ein bisschen noch nachkorrigieren. Und eine Lücke da drin ist halt auch einfach kein Problem. Okay, gar nicht so übel, Digga. Ja, auch hier außen gar nicht so schlimm. Na, ihr seht es schon. Es sieht echt gut aus. Depot ist auf jeden Fall da. Man erkennt es schon leicht. Ich schneide es einfach hier außenrum nochmal ein bisschen nach. Dabei werde ich relativ wenig reden. Ich glaube, Steffen hat sogar gesagt, das ist sein erster Fruchtkopf. Aber dafür sieht das ja geisteskrank geil aus. War das der erste, Steffen? Hab zwei Tage davor einmal getestet, aber der Ton war mies und Bild war super mies, weil es dunkel wurde. Okay, also war der zweite Fruchtkopf. Jeder übt einmal. Es sieht wirklich solide aus. Noch ein bisschen Präzisionsarbeit, noch ein bisschen Depot verändern. Wild. Okay. Bro ist einfach ein Naturkopfexperte geworden.
Das ist erstmal mein Kopf, wie er aussieht für mich. Hier ist eine kleine Ecke rausgebrochen. Geil! Hat auf jeden Fall einen Steg hier. Die sollte drauf passen. Teste gleich mal an. Hier ist eine kleine Delle, das könnte ein Problem sein. Jetzt geht es weiter mit dem Kopfbau. Bevor ich mit dem Kopfbau starte, zeige ich noch einmal den HMD. Das ist ein ganz normaler Onmo. Von oben verdeckt auf jeden Fall. Auch schon relativ dunkel, ne? Also wissen wir natürlich nicht, ne? Vielleicht sieht das wegen dem Video so aus. Alles. Ja. Junge! Sieht das von unten einmal aus. Der sitzt ja auch noch super gut. Holy shit! Aus. Ey, die Birne wurde gezüchtet für den Onmo, Junge. Sieht es. Also das ist gut bedeckt auf jeden Fall. Ich schaue einmal rein, ob man... Viele wissen das nicht, aber die benutzen tatsächlich beim Ernten von Birnen immer Onmos für den Größenvergleich. Das ist wichtig. Ja, Löcher sind so halb bedeckt, muss man wahrscheinlich ein bisschen schieben. Ist aber auch gar nicht so schlimm, weil durch die Hitze... Müssen wir damit leben, dass es ein bisschen leiser ist. Stärke weggehen. Dann sollte das passen. Hab die Birne auf meinem Balkon gezüchtet, versucht das aktuell zu skalieren. Dann gibt es die Onmo Birne. Die Onmo Birne. Den Tabak gibt es heute nur einen, ja, zum Erschrecken Virginia. Von Mix zu den Havana Green, der ist bei mir... Verpasste Chance, dass da kein Birnentabak genutzt wurde, Digga. Im Moment in nahezu jedem Mix irgendwo vertreten, mag ich extrem gerne, ich stelle mir ganz gut vor. Das war aber auch eine solide Limette. Alleine geraucht habe ich den lange nicht mehr, aber ich stelle mir den... Es ist ein bisschen schmal geworden, das Depot, ne? Aber gut, wollen wir mal nicht meckern, sieht schon ziemlich gut aus. Ganz gut hier drin vor. Ja, zu Beginn, ja, man kennt es durch alle anderen Videos auch, erst durchmixen, wichtig, dann locker leicht verteilen, wichtig, für Stück, dann haben wir keinen Stress hier von der Zeit. Naja, also das Video muss ja 10 Minuten kurz sein, aber aufgesehen davon hast du keinen Stress. Das Depot könnte ein bisschen breiter sein, aber wohin? Ja, guter Punkt, wohin? Wo wir Birne nehmen können. Hatte aber keinen im Kühlschrank. So, dann verteilen wir das Ganze einmal ein bisschen. Ich gucke immer, dass alles relativ gleichmäßig liegt. Pack überall was hin. Guck, dass das, das sieht wirklich unverschämt gut aus. Wobei das nicht extrem wichtig hierbei sein sollte, weil es wird ja sowieso am Rand heiß, es wird ja sowieso am Rand was verbrennen, was eigentlich nicht verbrennt, nämlich Birne. Digga, ich glaube, Steffen ist so einer dieser Menschen, ich glaube, der weiß gar nicht, wie witzig ich den manchmal finde. Ich glaube, er meint das gar nicht witzig und dann bringt er aber so Sprüche wie den hier. Sowieso am Rand was verbrennen, was eigentlich nicht verbrennt, nämlich Birne. Digga, finde ich das witzig oder finde ich das auch witzig? Ich finde das sehr, sehr witzig. Fand ich in dem Moment auch lustig. Ja, das kommt komplett in deiner Stimme rüber, Steffen. Man kann sogar so ein bisschen andrücken. Das Funnel noch ein bisschen frei. Eine Sache, die ich vorher nicht gemacht habe. Man kann das Funnel noch ein bisschen tiefer schneiden. Ja. Wenn ein HMD drauf sitzt, kann hier kaum Luft durch. Wenn ich das übersprungen habe, piekse ich jetzt. Okay. Rum einmal in Noch ein paar Durchzugslöcher. Warum auch nicht, ne? Wenn das so einfach geht mit dem Birnchen. Das Funnel noch rein. Das geht auch ganz gut. Da habe ich eine kleine Öffnung dadurch. Gibt es ja auch einige Funnel, die in der Mitte oben zu sind und unten wie bei einem Meerloch. Oh, jetzt kann ich wieder mit Fachwissen glänzen. Vielen Dank für die Vorlage, Steffen. Wenn du einen Funnel hast, wo das Funnelloch aber zu ist und die Löcher sind außenrum sozusagen in dem Funnelpfropfen, dann ist das ein sogenannter Vortex-Kopf. The more you know. Ja, so Löcher drin haben. Hätte man vorm Tabak verteilen machen sollen. Sollte aber reichen. Ja, wäre, glaube ich, besser gewesen. Ja, nochmal kurz nachkorrigieren, kein Problem. Auf. Es gibt auch diese eine schmale Stelle hier an der Birne, ne? Die ist echt zum Problem geworden. Wahrscheinlich für einen Community-Kopfbau nicht der allerschönste Kopf geworden. Boah, ich finde das für einen Birnenfruchtkopf schon ziemlich gut. Das wird funktionieren. So viel ist auf jeden Fall klar. Das ist mein finales Setup. Guck nochmal, das ein bisschen. Ah, ein bisschen Vollkontakt, sehr gut. Auf jeden Fall ein bisschen über den Rand gebaut. Ich glaube, das ist wichtig bei Fruchtköpfen. Vollkontakt ist bei Fruchtköpfen, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Soll auch kein Problem sein. Der wird eine Weile zum Anrauchen brauchen. Einfach weil die Birne nicht so gute Hitze aufnimmt. Nämlich gar nicht. Und
Einfach weil die Biene nicht so gute Hitze aufnimmt. Nämlich gar nicht. Und ich schätze mal irgendwas um 10, 12 Minuten mit den Anrauchen, mit anderen Faktoren. Und dann. Nämlich gar nicht. Sie muss draußen. Ah, natürlich, natürlich. Die Custom Verity am Start, Digga. Mit der Federgasbein-Kartuschengabel-Gerät. Mhm, wichtig. So, hier haben wir einmal den Kopf. Setzen wir jetzt einmal hier auf die Pfeife drauf. Hat die direkt gepasst? Müsste eigentlich mit der Dichtung auch passen. Hat das direkt gepasst? Hast du das nicht mehr hier nachjustiert, gerätmäßig? Sind festdrücken, okay. Krass. Hält ist nicht zu fest. Passt sogar auch farblich zu dem Mose-Untersetzer. Leicht angerissen, ist aber kein Problem. Ja, ich hab's euch gesagt, da hätte ich die Birne hat aber gut schlagseitig, ne? Pfeife gibt's heute eine Mose Verity. Manche kennen das schon wild. Video schon. Ja, dann legen wir mal die Kohlen drauf. Probieren wir einfach mal den ersten Zug, ob jetzt nach 6,5 Minuten was kommt. Oh, 6,5 Minuten vorheizen, sollte aber was gehen. Balkon ist cool, ja? Oh ja, da kommt auch direkt ein bisschen was an Rauch. Ja, ja. Es kommt überraschend viel. Ja, das ist nach 6,5 Minuten meinem Vollkontakt-Setup. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, der braucht echt noch gut was an Zeit. Ja, seht ihr auch schon, Rauch ist in der Pfeife drin. Blau auch sitzt. Ja, also Rauch ist jetzt natürlich nicht überkrass viel, aber bei Naturköpfen natürlich auch viel, viel, viel schwerer, dieselbe Rauchmenge zu bekommen wie bei einem gescheiten Kopf aus einem gescheiten Material, ne? Darf man nicht vergessen an der Stelle. Und draußen, ne? Man sieht ja, wie der Wind wegballert. Geschmack vom Havanna Green ist da. Irgendwas anderes Süßes ist noch mit dabei. Birne? Kann es nicht 100% sagen, ob es jetzt wirklich die Birne ist oder... Okay. Muss ja, ne? Die Birne nimmt halt die Hitze nicht so auf. Nämlich gar nicht. Ja, ist klar. Ist klar. Ist okay. Da wird wahrscheinlich noch ein bisschen mehr kommen. Aber geht. Hey, geil. Richtig gut, Steffen. What the fuck? Zwei gute Lacher für mich auf jeden Fall am Start gewesen. Solide Technik. So, zur Sicherheit. Dann auch direkt noch ein Funnel draus gebaut beim ersten Fruchtkopf. Respekt, Junge. Stark, wirklich gut. Habe ich die Kohlen rausgenommen, heb einmal den HMD leicht an. Ich gehe davon aus, ein bisschen hängt runter. Ja. Oh, ich hätte sogar mit mehr gerechnet. Tabak hat gut Hitze abbekommen, Rand hält. Funnelloch ist auf jeden Fall da. Es funktioniert. Das ist krass. Ich kann mich soweit erstmal nicht bekommen. Also ich muss fast sagen, es hat sogar unverschämt gut funktioniert, dafür, dass du einmal einen Mehrlochkopf probemäßig 2 Tage vorher gebaut hast und dann jetzt, dass dein zweiter Fruchtkopf war. Das ist schon wild. Klagen. Ihr hört es vielleicht jetzt gerade auch, es zischt wieder ein bisschen. Ich packe jetzt nochmal anderthalb Kohlen drauf, geht da wieder drüber. Warte nochmal ein paar Minuten. Ja, und dann sehen wir uns gleich einfach nochmal zur finalen Rauchentwicklung. Der Kopf läuft jetzt seit 14 Minuten. Ich zeige euch einmal die Rauchentwicklung und sage noch ein, zwei Worte dazu. Rauchentwicklung ist auf jeden Fall da. Geschmacklich ist es okay. Tabak kommt durch. Ich habe was leicht Bitteres, Süßes mittlerweile mit dabei. Kommt wahrscheinlich einfach von der Birne. Man merkt es auch so ein bisschen im Hals. Nicht wegen Kratzen, einfach, dass noch was anderes mit dabei ist. An sich bin ich erstmal zufrieden. Es funktioniert, es lässt sich rauchen. Stimmt auch noch das eine Shirt vom Treffen an, ne? Ich würde es wahrscheinlich das nächste Mal mit einem Apfel versuchen, irgendwas, was ein bisschen fester ist. Oder vielleicht sogar tatsächlich Richtung Gemüse unterwegs sein, weil das einfach nochmal deutlich fester ist und ich glaube, es lässt sich besser schmecken. Wild. Steffen, einfach nochmal nächstes Video in der letzten Folge Community Kopfbau, oder? Da machen wir dann den Kürbiskopf oder so. Aber wisst ihr, was ich gerade überlege? Wisst ihr, was die letzte Folge Community Kopfbau sein könnte? Wie ich jede Challenge, die ich euch auferlege,
in einer letzten Community-Kopfbau-Folge selbst machen muss. Wäre auch witzig. Vielleicht wird das die allerletzte Folge, um das ganze Ding abzurunden. Wäre eigentlich ganz funny. Würde ich auch gerne ausprobieren. Oh, das ist nochmal ein bisschen mehr geworden. Oh, okay, das war ein abruptes Ende. Sah eigentlich ziemlich gut aus von der Rauchentwicklung am Ende, muss ich sagen. Also gerade für einen Fruchtkopf, gar nicht übel, Digga. Und der erste Versuch, wild. Wirklich wild. Das waren die ersten drei Community-Kopfbau-Videos, Freunde. Das nächste Mal geht's weiter. Wir haben auf jeden Fall noch ein paar. Wir gucken die übrigens immer in den Streams. Also wenn ihr mal live dabei sein wollt, Dienstag, Donnerstag, Sonntag, 19 Uhr, da sind wir am Start. Und dann machen wir auch immer irgendwann Community-Kopfbau. Also schaut da auch gerne mal rein. Ansonsten bis zum nächsten Video. Tschüss.